Ja, moin Finn, 2:0 Sieg auf Schalke, der vierte Erfolg im fünften Pflichtspiel. Mit welchen Gedanken und Emotionen seid ihr am Wochenende dort vom Platz gegangen? Ja, mit sehr guten. Ich glaube, es war wieder mal ein Highlight. Auch für mich, seitdem ich hier bin, mit Holstein Kiel bei so großen Vereinen zu gewinnen, ist noch immer nichts Normales und sollte auch nicht normal sein für uns. Deswegen war es ein schönes Wochenende. Unmittelbar vor dem zweiten Tor hast du den Ball ja mit einer spektakulären Grätsche erobert. Du bist dann kurz liegen geblieben. Hast du das Tor überhaupt gesehen und hat sich das eigentlich fast schon wie eine Vorlage angefühlt? Das Tor habe ich dann erst gesehen, als ich hochgeguckt habe. Da war der Ball schon bei Schuto. Ich war mir auch erst nicht sicher, ob Steven das Tor gemacht hat. Ja, wie eine Vorlage. Ich weiß nicht, ich glaube, sowas passiert oft im Spiel, dass man ein paar Ballgewinne hat. Sah natürlich vielleicht spektakulärer aus, aber im Endeffekt war es auch nur ein Ballgewinn. Mit mehr als 60.000 Fans war das die höchste Zuschauerzahl in unserer Vereinsgeschichte in einem Punktspiel am vergangenen Freitag. Wenn wir nichts übersehen haben, dürfte das auch deine höchste Zuschauerzahl in deiner Karriere bisher gewesen sein. Schon eine besondere Kulisse in der zweiten Bundesliga, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir freuen uns alle, wenn große Vereine in der zweiten Liga spielen. Das sind immer besondere Highlights für uns. Ja, es macht einfach mega Bock, aber genauso sollte auch ein Heimspiel bei uns Bock machen. Nachdem du sonst ja meist eher im Zentrum anzutreffen bist, hast du jetzt am Freitag den rechten Schienenspieler gespielt. Eine Position, die dir in diesem System auch ganz gut liegen könnte? Ja, absolut. Also die Aufgaben sind vergleichbar. Die hatte ich schon mal bei Ole Werner, wenn ich rechter Flügel gespielt habe. Deswegen ist es ein bisschen schon ein Tick neu, ein bisschen tiefer, aber ich kann das spielen und mir macht es auch Spaß. Ihr hattet ja in der letzten Woche nur wenige Tage zwischen den beiden Spielen. Nun hattet ihr wieder eine etwas längere Trainingswoche vor dem nächsten Spiel. Zeit genug also, um alle Krämpfe und Blessuren aus dem Schalke-Spiel zu überwinden? Ja, absolut. Also wir trainieren auch hart, so in der Woche. Es ist jetzt nicht so, dass wir da nur die Blessuren rausmassieren, sondern wir trainieren jetzt auch schon hart, dass die Beine auch in der Woche ab und zu mal müde sind. Aber dafür fahren wir ja vor dem Spiel kurz runter und dann sind wir fit am Wochenende. Der kommende Gegner aus Paderborn ist ja so ein bisschen wechselhaft in die Saison gegangen. Nach einer 0:5-Pleite zum Start gab es jetzt hier einen Unentschieden, einen Sieg, eine Niederlage. Ein schwer auszurechnender Gegner, der da auf uns zukommt? Ja, also Paderborn immer gut. Ich finde, Paderborn ist ein cooler Club, eine richtig coole Mannschaft, wirklich sehr gute Spieler. Von daher, ich glaube, am Anfang der Saison ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, wie die Ergebnisse noch zusammen zustande gekommen sind, muss man sich dann einzeln angucken. Aber eine richtig gute Mannschaft und ich habe Bock. Das ist gut. Blicken wir nochmal abschließend eine Woche weiter. Es steht die Länderspielpause bevor und das Abschiedsspiel von Finn Bartels, mit dem du ja auch über 60 Spiele zusammen bestritten hast. Wie groß ist da schon die Vorfreude auf diesen besonderen Abend? Ich freue mich schon sehr. Also ich habe Finn jetzt auch seitdem nicht mehr gesehen, seitdem er weg ist. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, aber nee, ich freue mich drauf. Es sind ja noch ein paar andere alte Weggefährten dabei, die auch in den Jahren vorher hier meine Zeit begleitet haben, sage ich mal. Ich freue mich auf Finn, ich freue mich auf die Leute, die ich lange nicht mehr gesehen habe und ich glaube, es kann ein sehr schöner Abend werden. Ja, wir freuen uns auch auf den Abend. Tickets sind weiterhin erhältlich. Danke dir, Finn, und jetzt erstmal viel Erfolg gegen Paderborn. Dankeschön.